Hallo, grüß euch. So, da bin ich wieder mit meinem zukünftigen Bullet Journal. Und weil ich ja dieses hier jetzt auch habe und ihr den Titel wahrscheinlich gelesen habt, könnt ihr davon ausgehen, dass wir jetzt einmal den Wellness-Tracker aufsetzen. Und da habe ich gestern zu meinem, ja, ansatzweisen Entsetzen etwas entdeckt. Ja? Ich habe ja, wie ich gestern, die Monatsübersicht aufgesetzt habe. Weil drauf kommen, dass sie da bis hierher sind es 14 Kasteln. Dann habe ich mir gedacht, wenn das nur 14 sind, dann sind das da um 21. Wie werde ich denn da 31 Tage rüberkriegen? Und dann bin ich drauf gekommen, dass die in diesem Notizbuch, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, ich nehme mal eine leere Seite, dann wird es vielleicht ein bisschen sichtbarer. Nehmen wir leere Seiten. Wobei es ist da, also wir kommen gerade überhaupt auf was drauf. Ja. Seht, wie groß da der Abstand ist? Also ich hoffe, man sieht es. Aber da ist der Abstand eigentlich ziemlich genau gleich groß wie bei diesen Seiten. Gell? Aber bei diesen Seiten hier war der Abstand quasi nicht gegeben. Und dementsprechend habe ich wesentlich mehr Kasteln auf dieser Seite, als ich sie auf dieser Seite habe. Ja, und das heißt, jetzt müssen wir natürlich da ein bisschen herumschustern, damit sich das ausgeht. Und habe mir jetzt schlicht und ergreifend gedacht, dass sie jeweils zwischen diesem Punkt und dem Rand noch in die Mitte einen weiteren Punkt setze und auf die Art und Weise zwei Kasteln da gewinne und zwei Kasteln da gewinne. Und dann sollte sich das so halbwegs ausgehen. Aber hey, dann tut mir das nicht, gell? Ja, also das sind dann solche Sachen, wo ich mir denke, gut, dass ich wahrscheinlich nicht für länger als 3, 4 Monate in dem Journal drinnen sein werde, weil auf ewig würde ich das nicht machen wollen, ja. Gut, zu diesem Behufe habe ich mir auf jeden Fall diesen grauen Erin Condren da mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, damit kann ich noch am ehesten einen Punkt machen, der eben so grau ist, dass er da dazu passt und mich nicht anhupft. Ja, das habe ich mitgebracht. Dann habe ich grundsätzlich einmal wieder mein Bit Artist und dann noch einen Faber-Castell in 0,5, damit die was schreiben kann damit, was ein bisschen dicker ist als das da. Und dann habe ich mir noch mitgebracht dieses Typewriter-Stempelset, das ich irgendwann einmal auf Amazon gekauft habe. Das ist nicht mein Lieblingsset, ja. Es ist nämlich qualitativ nicht ganz so großartig. Manche Buchstaben schon mehr aus wie Farbkleckse, aber ja, ich habe noch kein besseres gefunden und so weit, so gut, gell? Deswegen halte ich es jetzt einmal. Und damit würde ich eben gern da oben einfach einmal Wellness herschreiben und dann eben mit diesem Dicken dann so mit Schreibschrift Tracker drüber. Kann eine Katastrophe werden, kann cool ausschauen. Schauen wir mal, was es jetzt dann tatsächlich wird. Und ja, dann eine Stempelfarbe habe ich mir so ein Grün mitgenommen, das ist jetzt das einzige richtige Grün, das ich bei Paper Poetry habe. Und nicht nur, dass die Flaggen grün sind, was mir ehrlich gesagt in dem Fall wurscht gewesen wäre, aber ich habe so das Gefühl, Gesundheit hat irgendwie immer was mit Grün zu tun. Gut, das heißt, das erste, was wir mal machen, ist jetzt einmal den Header stempeln und dann schauen wir, wie wir das mit der Tabelle hinkriegen. Ich bin begeistert. Ist okay. Hätte tatsächlich schlimmer sein können. Ist es aber nicht. Das ist sehr gut. So, da la. Gut, also das heißt, den Header hätten wir jetzt einmal fertig. Da brauchen wir jetzt nichts mehr machen. Und jetzt geht es darum, einmal einfach das Raster zu zeichnen. Und zu diesem Behufe eben mache ich jetzt mal da in jeder Zeile in der Mitte einfach mehr oder minder Daumen mal Bier. Also ich werde jetzt nicht hergehen und das ganz genau auf 6 mm ausbessern, ausmessen beziehungsweise, sondern einfach nur schauen, dass ich möglichst in die Mitte von dieser weißen Fläche da jeweils einen Punkt mache. Dazu sollte ich aber mal ungefähr wissen, wo ich überhaupt anfangen will.
Und ich glaube da, also wenn ich da anfange, dann habe ich beschlossen, braucht man 21, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Genau, weil ich bin nämlich auf was draufgekommen. Wo ist denn jetzt das vergangene Wochenende gewesen? Das war hier. Man sieht nicht, dass ich krank war. Man sieht nicht, dass ich war nicht krank, weil ich Kopfweh gehabt habe oder sonst irgendwie migränetechnisch, sondern ich war einfach nur krank. Ja, das heißt, ich habe ein bisschen ein Fieber gehabt und war total erschöpft, schlicht und ergreifend. Ja, und das sieht man da nicht. Und da habe ich mir gedacht, ich brauche zumindest noch ein Feld, wo ich dann einfach nur einen Punkt machen kann, ich war krank. Ja, das ganz was klassische Grippe, Schnupfen, Husten, Heiserkeit, was war es denn eh, ja. Also sowas brauche ich. Und deswegen wäre ich noch eine Zeile. Also das heißt, 21 Zeilen braucht man sowieso und 22, damit wir dann oben noch die Daten hinschreiben können. Und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt da mein Ding, dann würde ich aber da die Daten schon herschreiben. Also das heißt, dann brauche ich da 21 jetzt rund 1. Das passt perfekt. So, dann würde ich sagen, ich mache einfach einmal die Linie jetzt darüber und zwar echt einfach von bis. Und dann werden wir von dort weg die Punkte zeichnen. War jetzt aber eh zu erwarten, dass der dunkler sein wird, gell? Man, vielleicht tue ich mir dann die irre Arbeit an, jeden Punkt einfach dunkler zu machen. Das ist ja sowas, was die Boho Berry zum Beispiel die längste Zeit gemacht hat, dass sie dann in ihren Trackern einfach die Punkte noch einmal dicker gemacht hat, damit man es ein bisschen besser sieht. Das wird sich noch weisen. Weil das ist eine Heidenarbeit. Vor allem bei 21 Zeilen und 31 Tagen. Das sind viele Punkte. Schnauf, also unter wenig Aufwand fällt das nimmer, gell? Aber was soll man machen? Es ist halt, ja, wenn man so einen Tracker in so einem Notizbuch haben will, muss man sich offensichtlich was einfallen lassen. Gut, das heißt, wir haben 31 Tage. Jetzt bin ich ja sowieso einmal gespannt, wie viel Platz ich dann da überhaupt noch habe, was hinzuschreiben. Aber gut, schreiben wir mal die Zahlen jetzt hin. Ernsthaft jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weiß keiner weiß. Passt, hey, das ist cool. Jetzt habe ich da nämlich schön Platz. Das gefällt mir jetzt allerdings wieder. So, großartig. Und bis 2 vor Schluss. Na, bleibst du. Alright, Songkleid. Gut, das heißt, jetzt kann ich da die Sachen reinschreiben. Jetzt ist nur die Frage, krank wäre ich wahrscheinlich einfach Vorschritte reintun, glaube ich. Es ist eigentlich, ist es ja völlig wurscht, wo die Sachen sind, gell? Nur, ja, ich werde es einfach da Vorschritte reintun, dann passt es schon, ja. Passt. Immer ist jetzt natürlich, also diese Punkte, die da jetzt so extrem dunkel sind, stören mich tatsächlich. Und wer weiß, vielleicht habe ich so die Muse, jeden Tag ein paar Minuten dunkle Punkte zu zeichnen. Ja, Color Code werde ich derweil noch keinen aufsetzen, weil ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, welche Farben ich verwenden werde. Und ich zumindest beim Luftdruck noch ein bisschen detaillierter werden möchte. Ja, also jetzt habe ich quasi alles so in Zehner Schritten. Das heißt aber, dass zwischen plus 10, also alles, was zwischen 10 und 20 ist, ist dunkelblau und alles, was quasi unter 10 ist, ist hellblau. Das heißt,
Der Unterschied zwischen dunkelblau und hellblau kann sein, dass es da genau 10 gehabt hat und da 9, also quasi null Unterschied. Kann aber auch sein, dass es da 19 gehabt hat und da sogar unter 1000, ja, also 900 irgendwas. Das ist mir vielleicht noch ein bisschen zu ungenau. Jetzt würde ich gerne in 5er Schritten vorgehen. Dann sind immer noch 10%, also 10 Punkte. Ich weiß gar nicht, was das für eine lustige Einheit ist, die da gemessen wird. Das ist mir aber wurscht. Ich nenne es jetzt einfach Punkte. Dann sind immer noch 10 Punkte maximaler Unterschied. Und ich glaube, das ist ja, also wenn es 10 Punkte fällt von einem zum anderen Tag, dann ist es noch nicht ganz so dramatisch. Wenn es aber mehr fällt, dann wird es interessant, ja. Gut, also das heißt, das werden wir ein bisschen detaillierter machen mit der Temperatur. Werden wir jetzt im Dezember vielleicht einmal die plus 20 Grad wegtun und dafür da mal schon zu die minus 10 Grad hingehen. Ja, also das heißt, wie ich es noch genau aufsetzen werde, weiß ich noch nicht. Vor allem, welche Stifte ich verwenden werde. Was ich aber jetzt schon für mich beschlossen habe, was ich nicht mehr machen werde, ist dieser Strich da einfach nur, wenn ich keine Information dafür gehabt habe. Ich denke, wenn das ein leeres Feld ist. Das Einzige, warum ich vielleicht den Strich doch, fällt mir jetzt gerade ein, machen möchte, ist, das da habe ich nicht aufgezeichnet. Also einfach, weil ich an dem Tag nichts gemacht habe und am nächsten Tag den Luftdruck nicht mehr, zumindest ich kann ihn nicht ausfindig machen. Ja? Das heißt, ein leeres Feld wird mir auch sagen, aha, schau, da hast du überhaupt nichts aufgezeichnet. Ja? Der Strich sagt mir, okay, ich habe aufgezeichnet, aber es war nichts. Und ich glaube, das ist mir nicht unsympathisch, wenn ich da noch die Unterscheidung habe. Ja, ich habe noch eine ganze Woche, bis ich dann wirklich entscheiden kann, muss, wie ich damit umgehe. Und selbst dann habe ich noch von Monat zu Monat eben die Möglichkeit, das neu zu machen. Gell? Da unten lasse ich jetzt die zwar noch frei, auch wenn ich jetzt gerne einen Abschluss hätte, aber ich lasse es jetzt noch frei, falls mir noch irgendwas einfällt. Und unter Umständen kommt da ein Waschi her. Das weiß ich noch nicht. Aber das ist auch egal. Das werden wir dann eh nächste Woche sehen. Und ja, so entwickelt sich das Ganze jetzt schon langsam. Wie gesagt, im Augenblick setze ich ja mal nur das Gerüst auf. Das Tatsächliche, das passiert eh dann, wenn ich mit Dezember einziehe. Jo, nächstes Video ist dann diese Seite und eventuell schon die Wochenseite. Keine Ahnung, wie aufwendig ich das da zu gestalten gedenke. Das weiß ich noch nicht, gell? Aber ja, das war mal jetzt mein Wellness-Tracker. Und wir sehen uns eben beim nächsten Video wieder. Tschüssi, Baba!